Und damit herzlich willkommen auf meinem Kanal. Kinders, ich hatte Geburtstag. Ja, wie so ziemlich jeder andere Mensch auf der Welt hatte auch ich Geburtstag, aber bleiben Sie entspannt. Ich hatte bereits im Juli Geburtstag, also gibt es keinen Grund, mir nachträglich zu gratulieren. Und von den Gutscheinen und dem Geld, das ich zum Geburtstag geschenkt bekommen habe, habe ich mir diesen Garmin Edge 520 Plus gekauft. Ich persönlich finde Unboxing-Videos ja immer so ein bisschen zweifelhaft, aber ihr scheint drauf zu stehen, also sollt ihr bekommen, was ihr wollt. Und heute dann halt mal ein Unboxing-Video zum Garmin Edge 520 Plus. Auf der Unterseite befinden sich Informationen zum Lieferumfang. Die Rückseite ziert einen Pressetext und reichliche Informationen über Displaygröße, Gewicht und die ganzen Konnektivitätsmöglichkeiten. Die Oberseite ziert ein Garmin-Logo, die rechte Seite zeigt die rechte Seite des Tachos, unten haben wir schon besprochen und auf der linken Seite ist die linke Seite des Tachos abgebildet. Die Umverpackung ist aus Pappe, was aus ökologischer Sicht natürlich vom Vorteil ist. Schauen wir mal rein. Tja, der ist das gute Stück, ne? Die Abmessung 49 x 73 x 21 mm, eine Anzeigengröße von 35 x 47 mm, das entspricht einem 2,3 Zoll großen Display. Eine Anzeigenauflösung von 200 x 265 Pixel bei gerade mal 60 Gramm Gewicht. Das kleine Schnuckelchen verfügt über 7 Taster, 3 auf der linken Seite, 2 unten drunter und 2 auf der rechten Seite. Auf der linken Seite ist der Ein- und Ausschalter sowie Hoch und Runter, auf der Unterseite ist quasi Start-Stopp für Aktivität und Runde setzen und auf der rechten Seite hast du Zurück und Annehmen. Ich habe die genauen Bezeichnungen jetzt nicht gegoogelt, von daher sieh es mir bitte nach, wenn du sie unter anderem Namen kennst. Nächste Etage, Plastikzeug und eine Anleitung, da werfen wir später einen Blick drauf. Der 520 Plus verfügt übrigens über eine IPX7 Wasserdichtigkeit. Das bedeutet, er verfügt über Schutz gegen Eindringen von Wasser bei komplettem Eintauchen für begrenzte Zeit. Wir reden hier von 1 Meter Wassertiefe für ca. 30 Minuten. Im Lieferumfang enthalten ist dieses formschöne USB-Kabel, mit dem man den Akku laden kann. Bei dem handelt es sich übrigens um einen Lithium-Ionen-Akku, der den Tacho für ca. 15 Stunden befeuern soll. Das funktioniert übrigens ganz gut. Ich fahre ca. 10 Stunden die Woche und muss eigentlich nur selten laden. Weiteres Zubehör sind zwei dieser Garmin-typischen Mounts, mit denen man den Tacho am Vorderbau des Fahrrads montieren kann. Das Ganze wieder mit so Gummibändern fixiert und sorgt für einen sicheren Halt. Cool finde ich, dass gleich zwei von diesen Mounts hier im Lieferumfang enthalten sind. So kann ich den Tacho gleich an zwei meiner Bikes montieren. Ausreichend Gummiflitschen sind auch vorhanden, also wann willst du mehr? Was die Sensoren angeht, so verfügt der Garmin Edge 520 Plus über GPS, GLONASS, Galileo, ein barometrisches Höhenmeter und ein Beschleunigungsmesser. Doch zurück zum Zubehör. Hier haben wir etwas für den Lenker. Zum einen haben wir hier so ein kleines flexibles Band, mit dem man den Tacho zusätzlich am Lenker sichern kann. Bei Stürzen geht er dann halt nicht verloren. Und zum anderen haben wir diese altbekannten Gummibänder, mit denen man unterschiedliche Lenkradgrößen überbrücken kann. Ein richtig cooles Feature des Edge 520 Plus ist eine Konnektivität. So verfügt er zum Beispiel über Bluetooth, was ihm die Möglichkeit gibt, mit einem Smartphone gekoppelt zu werden. Mit der darauf installierten Connect IQ App besteht dann die Möglichkeit, neue Display Designs oder Datenfelder herunterzuladen. Auch hat man die Möglichkeit, Smart Notifications zu konfigurieren, was bedeutet, dass man zum Beispiel WhatsApp-Nachrichten oder Informationen über denjenigen, der gerade anruft, auf sein Display angezeigt bekommt. Bei Kurznachrichtendiensten zum Beispiel besteht die Möglichkeit, aus einer Reihe vorgefertigter Antworten auszuwählen und die Antwort gleich über den Tacho wieder zurückzuschicken. Dekadenter Funfact am Rande, es steht immer dran, von meinem Edge 520 Plus gesendet. Last but not least verfügt das Paket noch über diese sogenannte Sky-Halterung. Damit ist es möglich, den Tacho vor dem Vorbau zu positionieren. Es kommt meistens immer dann zum Einsatz, wenn man zum Beispiel einen relativ kurzen Vorderbau verwendet. Oder wenn man einen Kirmeslenker fährt, wo schon alles mögliche drauf montiert ist. Mit dieser und den anderen beiden Mount Points bietet Garmin dir out of the box die Möglichkeit, dein Tacho an drei verschiedenen Bikes gleichzeitig zu montieren. Das finde ich durchaus nachahmenswert. Nochmal zum Thema Konnektivität, ich hau hier mal ein paar Schlagwörter raus. Live Track, Group Live Track, Rider-to-Rider Messaging, Incident Detection und Weather Alerts. Im Klartext bedeutet das, du kannst quasi deine aktuelle Position von Leuten tracken lassen, die jetzt zu Hause auf dich warten oder sowas. Auch kannst du Nachrichten zwischen unterschiedlichen Garmin-Geräten austauschen, wenn man zum Beispiel in der Gruppe fährt. Und es gibt eine aus meiner Sicht sehr gute Funktion, und zwar die Incident Detection. Hier erkennt der Tacho selbstständig, wenn zum Beispiel ein Sturz vorliegt und informiert die vorher definierten Notfallkontakte in deiner Garmin-App. Der Garmin-Tacho ist ANT Plus kompatibel, was bedeutet, dass man ihn auf stromsparende Art und Weise mit diversen Sensoren koppeln kann. Trittfrequenz, Geschwindigkeit oder meine Pulsuhr hier zum Beispiel. In der Anleitung enthalten sind all die notwendigen Informationen, die man braucht, um sich auch intensivst mit diesem Gerät auseinandersetzen zu können. Fassen wir also zusammen. Ich wechsle jetzt vom Edge 800 zum Edge 520 Plus.
Mein neuer Tacho ist also kleiner, leichter, verfügt über ein Farbdisplay und sehr große Konnektivitätsmöglichkeiten. Das für mich im Alltag am häufigsten genutzte Feature wird wahrscheinlich die Bluetooth-Konnektivität zu meinem Handy sein. Die Verbindung per Bluetooth ermöglicht es mir, jede Aktivität nach Abschluss direkt ins Netz hochzuladen, ohne dass ich den Tacho jedes Mal umständlich an den PC anschließen muss. Die Konnektivität mit Trittfrequenz oder Geschwindigkeitsmesser funktioniert einwandfrei und ist super schnell eingerichtet. Die Akkuleistung hält auch, was sie verspricht. Ich habe es ja schon erwähnt, ich fahre ca. 10 Stunden die Woche und muss den Tacho meistens nur am Wochenende aufladen. Die Navigation funktioniert auch hervorragend, hat allerdings einen Nachteil. Der Tacho braucht unglaublich lange, bis er vordefinierte Strecken ausgerechnet hat und mit der Navigation starten kann. Man kann natürlich schon losfahren, muss allerdings immer mit einem Auge auf dem Tacho bleiben, damit man die Strecke nicht aus den Augen verliert. Warum das so ist, kann ich mir allerdings nicht erklären. Wir leben in einem Zeitalter, in dem unsere Handys weit mehr leisten können, als wir uns jemals hätten erträumen lassen. Kommen wir abschließend nochmal zu einem ziemlich emotionalen Augenblick, das Abziehen der Folie. Das ist der Moment, wo der Tacho seine Unschuld verliert. Okay, viel mehr gibt es jetzt erstmal auch nicht zu sagen. Ich werde den Tacho ja jetzt täglich nutzen und dementsprechend auch bis auf Herz und Nieren testen. Er bietet eine ganze Menge Features, die ich mit Sicherheit auch im Alltag gut brauchen werde. Für den Fall, dass du Fragen zu diesem Tacho hast, die in meinem ausführlichen Review Platz finden sollen, du ahnst es sicher, dann schreib sie mir doch in die Kommentare. Stand heute ist das ausführliche Review des Tachos für März 2020 geplant. Du hast also noch ein wenig Zeit, dir Gedanken zu machen, aber nicht vergessen, rein in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch ein Like und ein Abo da. Einen Link zum Tacho findest du in der Videobeschreibung. Vergiss nicht, deine Fragen in die Kommentare zu schreiben. Und damit danke ich mich bei dir fürs Zuschauen, wünsche dir einen angenehmen Rutsch ins neue Jahr und verabschiede mich mit dem obligatorischen Glück auf.